Heute für euch 4 Dinge, die Magie in Harry Potter nicht tun kann. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir eine Liste von 4 wichtigen Dingen besprechen, die Magie einfach nicht kann. Wie dir jede Hexe oder jeder Zauberer sagen wird, vor allem diejenigen, die als Muggel geboren wurden, kann Magie eine Menge Dinge tun. Sie kann das Aufräumen deines Hauses oder deiner Wohnung zu einer schnellen und einfachen Aufgabe machen. Sie kann jemanden buchstäblich den Zauberstab aus der Hand schlagen oder Dinge schweben lassen. Es kann ein Feuer aus der Luft zaubern, Menschen wie andere Menschen aussehen lassen oder sie unsichtbar machen. Sie kann sogar den sofortigen Tod herbeiführen. Tatsächlich scheint die Liste der Dinge, die Magie tun kann, oft ziemlich endlos. Aber es gibt auch einzelne, ganz wichtige Dinge, die Magie nicht tun kann. Heute werden wir 4 davon behandeln. Legen wir direkt los. Magie kann nicht dafür sorgen, dass dich jemand liebt. Es stimmt zwar, dass es in der Zaubererwelt von Harry Potter einen Liebestrank gibt, aber dieses magische Gebräu kann einen anderen Menschen nicht dazu bringen, dich zu lieben. Der betreffende Trank heißt Amortentia, ein unglaublich mächtiger und gefährlicher Zaubertrank, der extreme Verliebtheit oder Besessenheit bei jedem hervorrufen kann, der ihn trinkt. Es ist bekannt, dass er für jede Person anders riecht, je nach ihrem Interessen und Vorlieben, und er hat einen verräterischen Permutglanz. Und obwohl Amortentia in der Zaubererwelt einem echten Liebestrank am nächsten kommt, bewirkt er nicht, dass der Trinker wahre Liebe erfährt. Magie kann dich nicht unsterblich machen. Das wahrscheinlich bemerkenswerteste von allen Dingen, die Magie nicht tun kann, ist zu verhindern, dass man älter wird und stirbt. Magische Fähigkeiten scheinen zwar das Leben der meisten Hexen und Zauberer zu verlängern, Albus Dumbledore war beispielsweise bei seinem Tod etwa 115 Jahre alt und immer noch ziemlich flink unterwegs, aber es scheint die Menschen nicht weniger anfällig für den Tod zu machen. Es gibt keinen Zauberer, der das Sterben verhindern oder jemanden von den Toten zurückholen kann. Bemerkenswerte Ausnahmen von dieser Regel sind Raritäten wie der Stein der Weisen, Horcruxe und natürlich der Stein der Auferstehung, obwohl der nicht wirklich das Leben regeneriert. Aber selbst diese Formen der Magie sind mit erheblichen Einschränkungen verbunden und können meiner Meinung nach nicht vollständig als Magie betrachtet werden, die echte Unsterblichkeit verleihen kann. Was zum Beispiel den Stein der Weisen angeht, so gab es in der Geschichte nur einen einzigen auf der Welt. Dieses besondere magische Artefakt wurde vom berühmten Alchemisten Nicolas Flamel erschaffen. Davor konnten sowohl Flamel als auch seine Frau durch das Trinken des Lebenselixiers, das durch den Stein der Weisen hergestellt wurde, mehr als 650 Jahre alt werden. Das Paar konsumierte das Elixier regelmäßig, um die Wirkung der Unsterblichkeit aufrechtzuerhalten. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass auch andere Zauberer, die das Elixier des Lebens nicht konsumierten, ebenfalls ein unglaublich langes Leben führten, wie beispielsweise Professor Binns, der 755 Jahre alt wurde, oder Armando Dippet, der 355 Jahre alt wurde. Die Frage stellt sich also, ob Flamel ohne den Stein der Weisen oder das Elixier ähnlich alt geworden wäre. Allerdings verstarben Nicholas und seine Frau kurz nachdem sie beschlossen hatten, den Stein zu zerstören, um zu verhindern, dass jemand wie Lord Voldemort ihn stiehlt und für dunkle Zwecke verwendet. Horcruxe hingegen funktionieren ganz anders als der Stein der Weisen. Zwar kann eine Seele, die durch die Spaltung eines Horcruxes von ihrer menschlichen Form abgespalten wurde und in einem anderen Wesen oder Gegenstand lebt, technisch gesehen gar nicht sterben, was ein Horcrux im Grunde ist, aber diese Praxis hat einige bedeutende Einschränkungen. Die Seele im Horcrux kann nur so lange überleben, wie ihr wird, was erklärt, warum Voldemort anfällig für den Tod wurde, als alle seine Horcruxe zerstört wurden, einschließlich Nagini und dem Horcrux, der in Harry existierte. Während eine Hexe oder Zauberer, der einen Horcrux hergestellt hat, in einer neuen körperlichen Form zurückkehren kann, solange sie irgendwo einen intakten Horcrux haben, ist die Seele im Horcrux nicht wirklich lebendig, sondern existiert nur. Voldemorts Horcrux aus seinem Tagebuch beispielsweise enthält die Gedanken und Erinnerungen des Dunklen Lords, wie er war, als er den Horcrux erschuf, als Schüler, der noch nicht Voldemort geworden war, sondern als junger Zauberer Tom Riddle. Das bedeutet, dass während Voldemort als eine schattenhafte Version seiner selbst in Albanien umherwandelte, der Teil seiner Seele, der im Tagebuch existierte, nie weiterentwickelt oder gewachsen ist, wie der wahre Lord Voldemort in seiner physischen Form. Der Stein der Auferstehung hingegen, eines der 3 berühmten Heiligtümer des Todes, hat die Fähigkeit, Menschen von den Toten auferstehen zu lassen. Trotz dieser Fähigkeit hat der Stein der Auferstehung erhebliche Einschränkungen.
Der erste bekannte Zauberer, der versuchte, den Stein der Auferstehung zu nutzen, war Cadmus Peveril, der ihn besaß. Der Legende nach benutzte Cadmus den Stein, um seine verstorbene Verlobte wiederzubeleben. Doch das Wesen, das zurückkehrte, war durch den Schleier des Todes getrennt und wirkte unglaublich traurig und kalt, was Cadmus klarmachte, dass sie nicht wirklich am Leben war. Ein weiteres Beispiel ist, dass Harry den Stein nutzt, um seine verstorbenen Angehörigen kurz vor seiner Konfrontation mit Voldemort im verbotenen Wald wiederzuholen. Hier gelingt es Harry, kurz mit seinen Eltern Sirius Black und Remus Lupin zu sprechen, die alle verstorben sind. Diese Erscheinungen können jedoch nicht lange bleiben und nehmen keine fester körperliche Form an, was zeigt, dass der Stein der Auferstehung nicht die Fähigkeit besitzt, jemanden dauerhaft von den Toten auferstehen zu lassen. Magie kann nicht dein Augenlicht reparieren. Eines der merkwürdigsten Dinge, die Magie nicht tun kann, ist die Sehkraft einer Person zu reparieren. Das wird deutlich durch die Tatsache, dass viele Hexen und Zauberer in der Welt eine Brille benötigen. Und obwohl man argumentieren könnte, dass viele dieser Menschen einfach älter werden, kann Magie Alterung und Tod nicht verhindern. Aber das erklärt immer noch nicht, warum jemand wie Harry eine Brille braucht. Alles, was die Magie für Sehkraft tun kann, ist, seine Brille zu reparieren, sodass sie nicht mehr mit dem Tesafilm zusammengehalten werden muss. Ich meine, selbst wir Muggel haben Laseraugenoperationen, also wie kann es sein, dass die Magie so etwas nicht kann? Magie kann dir nicht zu Reichtum verhelfen. Eine weitere fast unglaubliche Sache, die Magie nicht tun kann, ist dich reich machen. Obwohl Harry viele wohlhabende Zaubererfamilien wie die Malfoys trifft, wird durch die Familie Weasley und ihren Mangel an Gold und Geld deutlich, dass nicht alle magischen Familien wohlhabend sind. Aber obwohl die meisten Hexen und Zauberer in der Lage sind, Dinge aus dem Nichts zu zaubern wie Feuer, Wasser oder sogar Tiere wie Vögel und Schlangen, scheint es seltsam, dass sie nicht in der Lage sind, Dinge zu erschaffen, die ihre allgemeine Lebensqualität verbessern können. Wie Lebensmittel oder sogar Gold, wenn du es genau sagen willst. Die Beschwörung von Gegenständen, wie sie in der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei gelehrt wird, ist eine äußerst komplexe Form der Magie und folgt dem Gams-Gesetz, der Elementarverwandlung. Dieses Gesetz beschreibt 5 verschiedene Ausnahmen davon, was verwandelt oder beschworen werden kann. In der gesamten Harry Potter-Reihe erfahren wir nur von einer dieser Ausnahmen, nämlich, dass man kein gutes Essen zaubern kann. Das bedeutet, dass gutes Essen nicht aus dem Nichts durch Magie erschaffen werden kann. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass gute Lebensmittel zwar nicht aus dem Nichts entstehen können, aber es Umgehungsmöglichkeiten für dieses spezielle Gesetz gibt. Lebensmittel können vermehrt werden, wenn man bereits welche hat. Man kann sie auch beschwören, wenn man ungefähr weiß, wo sie sich befinden. Und sie können vergrößert werden, um noch mehr von dem zu machen, was man schon hat. Vermutlich gilt dieses magische Gesetz auch für andere Gegenstände, mit denen man Reichtum schaffen könnte, insbesondere für Gold. Und das war es auch schon wieder mit diesem Video. Schreib mir gerne deine Meinung dazu in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.